Hallo, mein Name ist Jelal Sayed. In diesem Lernvideo werden wir Masseneigenschaften und Missing-Befehl sehen. Ich habe hier was konstruiert, einen Teil, und möchte ich jetzt von meinem Teil die Masseneigenschaften wissen. Also komme ich den Befehl. Erste natürlich Teil 26, das ist mein Teil, Teilname. Und hier verschiedene Optionen: verdeckte Körperkomponente mit aufnehmen, Massenmittelpunkt Feature erzeugen und so weiter. Schweifnahtmasse zeigen, das haben wir nicht in diesem Teil. Und hier unten sehen wir die Dichte, Masse, Volumen und Oberfläche. Wir können diese Werte und die Einheiten können wir bei den Optionen ändern. Benutze definierte Einstellung. Länge, Zoll, Zentimeter, Gramm, Kilogramm und so weiter. Natürlich die Volumen auch. Können wir ändern. Und natürlich davon können wir auch eine können wir diese Werte auch drucken. Und wenn ich jetzt auf diesem Teil habe ich noch nicht Material festgelegt, wenn ich jetzt als versinkter Stahl das Material wähle, natürlich würde auch Masseneigenschaften und Volumen der Masseneigenschaften würde sich ändern, weil versinkter Stahl ist schwer ist. Und